Hallo, ich melde mich mal wieder und zwar nach diesem Schwachsein-Video mit einem neuen, was da so ein bisschen anknüpft. Und zwar schlechte Zeiten, gute Zeiten heißt es ja. Und ich habe nämlich nach dem Schwachsein-Video, das hat ja eine riesige Resonanz gehabt, wenn du es noch nicht kennst, ich verlinke dir das mal oben in der Ecke. Und mir ist durch die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, dann ein paar Tage später so was Schönes klar geworden. Und das möchte ich gerne mit dir in diesem Video teilen. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich viel schneller als früher durch diese Schwäche durchgekommen bin, beziehungsweise durch diesen Moment, ja. Also Tage später, wo die Menschen immer noch gefragt haben, wie geht's dir denn jetzt und ich hoffe, es geht dir besser und so. Und da habe ich gemerkt, das ist doch schon längst vorbei. Und da ist mir das dann so klar geworden. Und ich habe mich erst vor kurzem, ist noch nicht so lange her, ich weiß nicht, ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, habe ich mich so gefragt, das Leben kann doch nicht die ganze Zeit so stark mich hin und her wirbeln. Wenn es mir gut geht, dann bin ich irgendwie himmelhoch jauchzend und wenn es mir schlecht geht, dann bin ich am Boden und so. Und ist das Leben wirklich so gemein? Kann das irgendwie so sein? Und ich habe irgendwie gemerkt, ich will da gerne rauskommen aus dieser Dualität, die mich so hin und her schmeißt und so, ne? Und ich habe den Dalai Lama 2010 kennengelernt und halt jetzt vor kurzem oder wieder Thich Nhat Hanh als buddhistischen Mönch und habe bei denen so gemerkt, dass die irgendwie weniger hin und her geworfen sind, so von dem, wie ich sie wahrgenommen habe. Oder ich hatte auch an meiner Heilpraktikerschule eine Kollegin, wo ich da noch unterrichtet habe, die immer gesagt hat, ihr geht's gut. Ich konnte das gar nicht glauben, so, ne? Aber mittlerweile verstehe ich, was sie meint. Und das möchte ich jetzt in diesem Video mit dir teilen, weil es gibt wirklich eine Lösung daraus, aus diesem Hin- und Hergeworfensein und diesem, ja, dass einen das so stark packt, was das Leben irgendwie einem so bringt. Und ich habe das mal in 5 Punkte so zusammengetragen, jetzt in der Reflexion, was ich da jetzt anders mache, beziehungsweise ja, was sich verändert hat über die Zeit. Und das möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Und wie gesagt, da sind viele Teile aus dem Buddhismus oder Meditationspraxis, so was, ja, so, oder auch aus der Atemtherapie habe ich da einiges so mitgenommen. Und das möchte ich dir gerne weiterreichen. Vielleicht unterstützt es dich an Punkten, wo du gerade bist. Und um leichter einfach ich sag mal, man will ja eher aus diesen schlechten Zeiten rauskommen, um da einfach so einen Weg dir vielleicht zu zeigen. Und der erste Punkt ist so, überhaupt anzunehmen, dass da Leiden ist. So, ne? Dass es mir gerade schlecht geht und ja zu sagen zu dem. Ich weiß, es gibt so viele Gefühle, die schwer zu akzeptieren sind oder schwerer. Ja? Eifersucht, Neid, Trauer, Schwäche, ja, nicht weiterwissen. Das sind so Sachen, die fallen schon recht schwer. Aber wie ich auch in dem Video schon gesagt habe, es ist wirklich ein wichtiger Punkt, so ja zu sagen zu dem, wie es ist. Und dann, das habe ich damals wirklich in der Atemtherapie gelernt, oder erfahren, dass die Gefühle, die tauchen halt auf. Und wenn ich ja sage, wenn ich sie durchatme, wenn sie da sein dürfen, wenn ich nicht dagegen ankämpfe, dann ziehen sie weiter. Und dann kommt das nächste Gefühl, dann kommt da was anderes. Ja? Und so können diese Gefühle, die da auftauchen, ausgelöst durch das, was im Außen ist, viel schneller durchziehen. Und das ist halt das, was ich da gemerkt habe nach dem Video. Ich habe mich gefühlt mehr wie ein Kind wieder. Ja? Bei denen ist das ja auch so, wenn ihr die mal beobachtet,
In einem Moment lachen sie, dann fallen sie hin, dann weinen sie oder sind sauer wegen irgendwas und dann eine Minute später lachen die schon wieder. Also die haben nicht diese Konditionierungen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, und zwar zu der Bewertung. Ja, dass ich bestimmte Gefühle halt bewerte und sich da auch so Erinnerungen ranhaften und Konditionierungen, ja, was ich so erfahren habe, alte Erinnerungen, alte Schmerzen und dadurch die Dinge schlimmer sind, schlimmer werden als vielleicht die aktuelle Situation. Ja. Und da gibt es halt diesen Trick, den du beim Meditieren halt lernen kannst, dass du nicht einsteigst. Ja, du kannst selbst bestimmen, ob du in den Fluss, in den reißenden Fluss einsteigst, der dich irgendwo hinziehen will, oder ob du Beobachter bist, Beobachterin. Ja, und das ist das, was ich halt beim Meditieren so übe, einfach die Gedanken zu beobachten und meinem Geist vielleicht eine Aufgabe zu geben, die mir gut tut. So, ja. Aber erstmal so einfach beobachten die Gedanken und ja, ich stelle mir mal vor, wie sie wie Wolken so vorbeiziehen, aber ich steige nicht ein. Das kenne ich auch aus der Familienaufstellung, wo du in einer bestimmten Rolle bist von jemandem, der vielleicht dieses oder jenes Gefühl hat. Und es reicht, wenn du dieses Gefühl wahrnimmst. Du musst nicht selbst total reingehen. Ja. Und genauso ist es auch in diesen Phasen, wo dann so Gefühle auftauchen, egal ob Freude oder Leid. Ne? Manchmal kann ja auch so eine überschwängliche Freude einen total aus mir rausreißen. So, ne? Manchmal ist da so viel Kraft, ich weiß gar nicht, wohin damit und so. Ne? Und da ist es genauso irgendwie dieses, das zu beobachten, wow, da ist gerade total viel Kraft in mir. So, ne? Aber ich muss sie nicht nach draußen schleudern. Oder da ist total viel Glück in mir. So, ne? Und dann kann ich das versprühen nach draußen. Das kann ich natürlich auch mal machen. Aber ich habe mich dann danach oft so leer gefühlt. So, ne? Und mittlerweile halte ich einfach dieses Glück, diese Freude in mir. So, ja? Und genauso halt mit den schwierigen Gefühlen. So, ja? Die so Traurigkeit oder Wut oder was es auch immer ist. So dieses, ich nehme das wahr. Ich muss da jetzt nicht einsteigen. Ja. Wer da tiefer einsteigen will, wir machen ja im August jetzt, im Juli, Ende Juli, dieses Meditationsretreat mit Tobias von Roletics. Und da sind auch noch zwei Plätze frei. Also wenn du da in die Meditation tiefer einsteigen willst, dann bist du da recht herzlich willkommen. Und ich verlinke die Infos in der Infobox unten. Genau. Also da ist ein schöner Raum, um das mal 9 Tage lang intensiver zu üben und ja, sich auszutauschen. Ja, das war der Punkt. Zu dem Punkt noch, zu dem zweiten, mit dem tiefer Einsteigen. Ja, das war nämlich auch so in dem Video, habt ihr es vielleicht gesehen, oder habt ihr ja gesehen, dass da ganz viel Emotionen da waren. Und ich habe halt gemerkt, dass es ist wie so, ihr müsst euch so das Bild vorstellen, dass da einer so einen Stein ins Meer wirft und an der Oberfläche macht das total viele Wellen und es sieht so voll krass aus. Aber in der Tiefe hatte ich eine Ruhe, habe ich mein Fundament, was ich mir über viele Jahre angeeignet habe. Ja? Ich habe schon jeden Stein in meinem System irgendwie angehoben und angeguckt, so. Und da ist wirklich, je öfter ich durch so eine Krise mit mir durchgehe, je stärker werde ich, so, je stabiler. Ja? Krisen sind wirklich Entwicklungschancen. Und es ist einfach so, wenn du was Neues anfängst, wenn du dich in neue Bereiche wagst, wenn du dich Ängsten stellst, dann kommt einfach diese Unsicherheit, ja. Und ich muss sagen, ich bin mit der Unsicherheit mittlerweile schon richtig dicke und von daher macht sie mir nicht mehr so viel Angst, aber oder manchmal schon, ja, manchmal erpackt sie mich auch. Ich habe auch
habt ihr in dem Video gesehen, auch ich schaffe das auch nicht jeden Moment oder immer irgendwie nicht einzusteigen. Ja, mein Kopf ist da zum Teil noch sehr, sehr clever und mir da irgendwelche Gedanken zu schicken, auf die ich auf jeden Fall einsteige. Ja, aber ich wie gesagt, ich habe jetzt gemerkt, es wird immer besser. So. Ja, und die Sachen, die mir mittlerweile passieren, sind schon viel schlimmer als das, was mir früher passiert ist. Aber es attached, sagt man im Englischen, ne? Es packt mich nicht mehr so. Ja. Ja. Genau, das sind die ersten beiden Punkte. Und dann ein weiterer Punkt ist die innere Einstellung zum Leben. Ich bin ja noch nicht so lange bei YouTube, daher könnt ihr das nicht so wissen, aber ich war wirklich als Kind sehr schüchtern, sehr zurückgezogen. Ich habe viel Zeit allein verbracht vorm Fernseher und hatte ganz wenig Selbstvertrauen, war sehr in der Opferrolle und habe irgendwie gedacht, das Leben ist schlecht, das Leben ist schwer, das Leben ist gegen mich. Und ja, und da bin ich wirklich dabei. Und es ist, ja, harte Arbeit, immer wieder zu üben, dass meine Lebenseinstellung da einfach zu ändern und das Positive zu sehen. Ja, und immer mehr zu merken, und das ist auch gerade das, was ich erfahre, ja, ich habe mich ja durch diesen Weg immer mehr dem Leben, vertraue ich mich dem Leben immer mehr an und ich kriege so tolle Geschenke, einmal durch dich, die du zuschaust, durch die lieben Kommentare, durch die Anteilnahme und durch, ich habe so schöne Orte, ich lebe gerade an so schönen Orten und das wollte ich auch gerne nochmal sagen, ja, es ist wirklich selbst gewählt, dass ich gerade wohnungslos bin, ja, und es ist, ich suche nicht aktiv nach diesem Ort, aber er wird mich irgendwann finden. So, ne? Also ich bin jetzt nicht arm dran, weil ich keine Wohnung habe, so, sondern ganz im Gegenteil. Ich erfahre da gerade total viele Geschenke. Ja? So viel Offenheit, so viel Bereitschaft zu teilen und das ist wunderbar. Ja, das sind großartige Geschenke, die ich da gerade erfahre. Ich möchte auch allen, die da dran beteiligt sind, nochmal sehr herzlich danken und ja, und da hilft mir einfach dass ich immer mehr dem Leben vertraue und das Leben erfahre als was Schönes, ja, was es gut mit mir meint. Und ja, und auch zu merken, dass das oder auch mein Wille, so ein Miteinander zu kreieren. Ein authentisches, ehrliches, offenes Miteinander. Ne? Deswegen mache ich diese Videos. Um, ja, einen Teil beizutragen, diese Welt in die Richtung zu verändern, dass wir halt wieder mehr miteinander und nicht gegeneinander sind. Ja. Genau, und der nächste Punkt, der vierte Punkt ist, den ich mit dir teilen möchte, ist jetzt ist mir wieder eingefallen, ist die Motivation. Meine innere Motivation, dauerhaftes Glück zu erreichen. Dauerhaft glücklich zu sein und mein Handeln darauf auszurichten, ja, mich zu sammeln und bei jeder Entscheidung, die ich treffe, darauf auszurichten, dass ich halt glücklich bin. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Und da kann es schon sein, dass ich dann halt auch in Phasen komme, wie halt jetzt gerade, wo einfach viel passiert, wo es viele schwierige Momente gibt, aber in der Tiefe ist meine Motivation einfach glücklich zu sein, so, ne? Und mich immer mehr darauf auszurichten
und nicht wie früher die Motivation zu haben, mich für irgendwas zu bestrafen, weil ich nicht gut genug bin. Ja, und das ist etwas, das ist ein langwieriger, ein langsamer Prozess, ja. Der diese jahrelangen Programmierungen, die wir alle irgendwie haben, das braucht Zeit, das umzukehren. Und das ist dann vielleicht in dem Moment schwierig, aber jetzt, wenn ich zurückblicke, ja, so wie ich das halt jetzt im Nachhinein nach dem Video gemerkt habe, dass es sich schon total verändert hat. Ja. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über das, was ich gerade erfahre und die Freiheit, die ich genieße. Und dass da gerade so viel passieren kann, was ich lange zur Seite gepackt habe. Ja. Und ich merke, wie das immer mehr in jede Zelle meines Körpers, ja, dieses Neue einfließt. Das war ganz schön in Thailand. Ich war ja da ganz viel im Meer und ich habe mir jahrelang gewünscht, dass diese ganzen Gewalterfahrungen, die ich habe, dass die aus meinem Körper verschwinden, weil ich immer das Gefühl hatte, sie sind in jeder Zelle gespeichert. Ja, und ich habe es wirklich dort geschafft, mithilfe des Meeres das alles rauszuwaschen. Und das ist jetzt weg. Ja, also es ist wirklich, diese Transformation ist möglich. Und der fünfte und letzte Punkt, der für mich neu ist und aber so, so wirkungsvoll, dass ich ihn mit aufgenommen habe, ist die Ernährung, ja, die ich ja jetzt vor circa 2 Jahren umgestellt habe auf vegan und auf Rohkost und also einen großen Anteil einfach an Rohkost, dass ich da gemerkt habe, also als ich die tierischen Produkte weggelassen habe und zu einer rein pflanzlichen Ernährung gekommen bin, dass ich da gemerkt habe, dass meine Selbstmordgedanken, die ich viele Jahre hatte oder die ich bis vor 2 Jahren halt hatte, die sind wirklich in den letzten 2 Jahren nicht aufgetaucht. Und ich bringe das in Zusammenhang, dass ich, wenn ich halt kein Leid, was die Tiere erfahren habe, in mich aufnehme, ja, diese Schmerzen, dieser Tod, ja, wenn ich das nicht in mich aufnehme, dann ist es auch in mir nicht und es verändert meine Gedanken, es verändert mein Wesen und ich habe auch gemerkt, es verändert auch meine Sprache, es verändert mein Grundgefühl in diesem Leben. Und ja, ich bringe das wirklich in Zusammenhang, dass diese pflanzliche Ernährung, diese lebendige Nahrung mit der Rohkost, dass das wirklich ja in meinen Gedanken, in meine Sprache einfließt und die verändert hat. Weil ich merke, ich bin wohlwollender mir selbst und anderen gegenüber. Ich bin offener. Ja, ich habe nicht mehr, oder es verändert sich immer mehr dahin. Ich bin ja nicht am Ende, es geht ja immer weiter, aber es verändert sich immer mehr dahin, dass ich keine Angst mehr vor den anderen Menschen habe. Keine Angst mehr vor, oder immer weniger, Angst habe, so, ne, dass da irgendwas Schlechtes von außen kommen könnte. Ja, das waren jetzt diese 5 Punkte, die ich gemerkt habe, die mir helfen und auch schon geholfen haben, dass diese Emotionen, die auftauchen in starken Veränderungsprozessen, dass die mich nicht mehr so packen oder dass ich schneller durchkomme. Ja, und dass dann wieder was anderes kommen kann. Vielleicht ist einer der Punkte dabei oder mehrere, die dir weiterhelfen, die du mal ausprobieren möchtest. Dann schreib das gerne mal in die Kommentare rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich danke dir sehr, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich freue mich, wenn du auch die nächsten Videos schaust. Und wenn du die Dinge teilst und weitergibst an die anderen Menschen, sodass wir wirklich in einer liebevolleren, wohlwollenderen Welt miteinander leben können. Ja. Okay, das war's für jetzt, für heute. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Und hier erscheinen jetzt gleich wieder noch weitere Videos. Vielleicht magst du die noch schauen.